Ja, ich begrüße dich herzlich zum Monatsupdate für den kommenden August im Bärendepot. Diesen Monat unter dem Motto: Lege dich mal auf die Lauer. Also das Warten, mal wieder im Grunde genommen, ist das Thema. Und steigen wir mal kurz ein. Zur Erinnerung: Das Ziel ist, dass wir eine Einkommensmaschine uns aufbauen. Das Stück für Stück, Monat für Monat soll die anwachsen und uns hier mit Cashflow versorgen. Und was ist in diesem Monat passiert? Wir haben die Aktie von Lumen dazu gekauft. Im Grunde genommen waren das 3 Tage nach der Omega Healthcare. Da hatte ich einen Auftrag mit einem Limit drin, der wurde ausgelöst. Die Lumen geht ex-Dividende im August erst, also das hätten wir auch im August erst direkt kaufen können. 12,90 war aber ein günstiger Preis zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt aktuell stehen. Müssen wir mal nachher schauen, wenn wir kurz ins Depot schauen. Aber wie gesagt, wir haben 10 Aktien erworben, besitzen jetzt 30 insgesamt von Lumen. Und die Dividendenrendite ist ja über 7%. Also ein super Kandidat für das Depot. Da fühlen wir uns wohl mit diesem Unternehmen. So, das bedeutet, für die Quartalsdividende ist auf $37,50 brutto wie immer angestiegen. Das betrifft jetzt den dritten Monat im Quartal. Der wäre jetzt hier bei $11,66. Und der kommende Monat ist dann wieder der erste Monat, der im Moment halt der stärkste gewichtete ist. Das gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Der Cashflow, wir sehen es ja auch immer, ist schon ziemlich hoch. Über 7 Euro fix im Grunde genommen, oh, knapp pro Monat. Und das kann dann über 9 Euro schon gehen. Und das Projekt läuft ja gerade mal ein Jahr. Hier auch noch mal kurz den Blick geworfen auf das aktuelle Bärendepot. Wir sehen oben, das reine Vermögen im Depot sind 1546 Euro. Mit dem Darlehen zusammen sind es dann über 2000 Euro. Das Darlehen über 463 Euro müsst ihr natürlich immer gedanklich abziehen. Deswegen könnt ihr euch oben auch an der linken Summe orientieren. Ich orientiere mich immer am Kreditvolumen am Bruttowert. Also da möchte ich ja zwischen 20 und 30% liegen. Das heißt, 20% wären 400 Euro circa, 30% sind 600 Euro und dann sind wir dadurch am unteren Ende mit 463 Euro im Moment. Also alles ganz ohne Probleme. Lumen, wie gesagt, wurde ja dazu gekauft. Da sind wir jetzt bei 30 Werte. Aktueller Kurs 12,46. Also hätten wir schon mal wieder günstiger einsteigen können. Aber das ist im Grunde genommen irrelevant. Ich orientiere mich einfach immer an der Dividendenrendite, die aktuell gezahlt wird. Ist das interessant zum Nachkauf? Ja oder nein? Und ob der Kurs hoch oder runter gegangen ist davor? Das interessiert nur, ja, am Rande würde ich jetzt mal sagen. Ihr seht auch oben, ich habe 2 Orders eingetragen, die ich einfach kaufen würde, wenn es erreicht wird. Das ist aber relativ immer weit weg vom aktuellen Kurs. Also Star Wars zum Beispiel habe ich ja schon drin. Da ist die Order für 24,40 drin und der aktuelle Kurs ist bei $26, also über $1,60 Unterschied. Wenn es da mal einfach einen Abschwung kommen würde, würde ich die Aktie gerne einfach mitnehmen für diesen Preis. Und Ares Commercial haben wir noch gar nicht im Depot, hatte ich aber schon mal erwähnt. Das ist einfach die, ja, also ein REIT im Grunde genommen, den ich nur in Betracht gezogen habe, weil ich die Mutter über die Giro nicht kaufen kann. Okay, dann behelfen wir uns halt dadurch. Aber wo der jetzt gerade steht, der Aktienkurs, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe es gar nicht nachgeschaut. Ich habe den einfach mal festgelegt und der wird einfach natürlich nicht ausgelöst. Aber dafür haben wir unseren Finanzrahmen, den wir einfach bei weitem nicht ausgeschöpft haben.
So, wir erwarten Dividende in diesem Monat. Das ist schon angekündigt. Das sehen wir unten. AT&T, AbbVie, Omega Healthcare. Omega ist jetzt auch schon, ne, über 5 Dollar. AT&T über 3 Euro, also Euro sogar. Und AbbVie natürlich nie nachgekauft. Über 1 Euro noch. Und dann erwarten wir noch Lumen, was ja am Ende vom Monat dann praktisch ausschütten wird. Was ist also im Depot in diesem Monat genau gelaufen? Also wir hatten ja am Anfang vom Monat diese Einzahlung vom letzten Mal, also 107,47 Euro. Zinsen haben wir 50 Cent bezahlen müssen. Wir hatten dieses Mal zwei Transaktionen im Depot. Das war einmal dieser Kauf von Omega Healthcare noch für den Juli und für den August im Faktisch schon halt den Lumenkauf. Und Handelsmodalitäten, wie gesagt, haben wir am Jahresanfang immer. Die Auszahlung ist 9,42 gewesen. Wir haben einen Gewinn also von 7,88 Euro in diesem Monat erwirtschaftet. Sind wir auf einem guten Weg. Und wir haben jetzt schon einen Jahresgewinn von 25 Euro hinter uns. Sehr schön. Das können wir zufrieden damit sein. Hier haben wir unsere DEFI-Einnahmen für den im Monat Juli, also für die Auszahlung im August. Das sind dann ungefähr 3,33 DEFI, die ich übertragen werde und erstmal in Ripple konvertieren werde. Da warte ich ja immer noch darauf, dann insgesamt 60 Ripple zu haben, damit ich dann bei bitcoin.de das wieder in Euro zurücktauschen kann. Wird, denke ich mal, noch eine Weile dauern. Wir haben jetzt derzeit, kann ich noch mal zeigen, wir haben ja hier in diesem Pool einbezahlt, US-Dollar zu DeFi und erwarten hier eine Gesamtauszahlung in DeFi gerechnet von 95%. Das entspricht im Moment 86,4 US-Dollar, also in Tether. Und der Gegenwert ist 36,37 DeFi. Denke, wenn ich das jetzt zurücktauschen würde in Dollar und Euro, würde ich auf einem Verlust sitzen. Das liegt einfach an den letzten Wochen und Monaten, wo ja der Kryptomarkt zurückgegangen ist. Aber wenn man in Krypto investiert, sollte man immer langfristig agieren, denn die Schwankungen, also die Volatilität, sind ja immer sehr extrem. Aber deswegen ist man ja auch in diesen Markt rein, denn was nach oben geht, muss auch nach unten gehen und man muss dann da durchhalten. Ansonsten sollte man bitte die Finger davon weglassen. Und wir haben ja auch nur einen ganz kleinen Teil reingetan, um einfach mal zu sehen, wie viel Cashflow wir hier produzieren können. Das heißt, wie gesagt, das werde ich zurücktauschen, erstmal in Ripple, halte das dann in Ripple und hoffe, dass wir dann in den nächsten Monaten mal auf die 60 Ripple kommen. Und damit wir das mal zurücktauschen können, dann haben wir schon wieder einen Teil in Euro zurückgetauscht. Hier ist nochmal die Übersicht für den Cashflow vom Deli-Projekt. Nochmal zur Erinnerung kurz, im Mai habe ich ca. 200 Euro in Deli getauscht, diese Deli angelegt in den Liquidity Pool Dollar Deli und daraus gewinnen wir in diesem Monat 3,34 DeFi. Das wurde umgetauscht in ca. 11 Ripple. Das entspricht einem derzeitigen Wert von 6,80 Euro im Monat. Und wir haben jetzt insgesamt ca. 34 Euro verdient. Das sind allerdings immer starke Kursschwankungen dabei. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben jetzt einen derzeitigen Umrechnungskurs von 62 Cent, Eurocent. Pro Devi. Im letzten Monat, wo ich das Video gemacht habe, waren wir bei 53 Euro Cent circa. Und das würde dann hier unten einem Wertverlust von 4 Euro circa entsprechen, also über 10%. Das ist also schwankend, stark schwankend. Und solange ich nicht ausgecashed habe in diesem Sinne, ist das erstmal ja, mit etwas Skepsis zu bewerten, weil die Schwankungen sind natürlich da. Im Moment steigt ja der Bitcoin an, deswegen werden alle Währungen auch mitgezogen.
Ich vermute mal, das könnte so weitergehen. Deswegen ist das jetzt nicht ein Beinbruch, wenn wir jetzt nicht auscashen können. Prüft das nochmal, mit welchen Summen wir genau das nochmal bei Bitcoin.de zurücktauschen können, damit ich dieses Geld halt wieder zurückschieben kann in das normale Bärendepot auf Euro-Basis, wo wir in Aktien investieren. Wie gesagt, das soll ja einfach nur nochmal demonstrieren, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und auch halt die Chancen und Risiken ein bisschen aufzeigen. Schon alleine hier diese Währungsschwankung, die wir hier in einem Monat erlitten haben, sollte jedem klar sein, dass das nichts für schwache Nerven ist, vor allem wenn man halt größere Beträge investiert hat. Wir haben ja jetzt, wenn man es mal vom Depot aus betrachtet, haben wir vom Bruttowert circa 10% investiert. Denn der Bruttobetrag im Depot sind gerade 2000 Euro, wobei da knapp unter 500 Euro als Darlehen bedient werden. Also 1500 Euro ist der Nettowert. Und dann kann man, denke ich mal, 200 Euro mal in dieses Experiment hineinstecken.